eine Stunde im dritten Gang fahren. Hä? Ja, fahren Sie einen Alkohol-LKW. Gott, fast abgesoffen, Alter. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal endlich wieder vernünftiger Content. Ich habe ein Ziel in diesem Video. Und zwar, wir machen seit langem, ich glaube es ist jetzt bestimmt 3 Monate schon her. Heute wird nochmal die MT richtig auseinandergenommen. Schön für den nächsten Besitzer. Und zwar, wir werden heute eine Stunde im dritten Gang fahren. Ich werde nicht einmal schalten, nur Kupplung ziehen, Kupplung loslassen und sowas. Aber ich werde nicht einmal die Gänge wechseln und das für eine Stunde. Ich zeige euch jetzt einmal die Weltuhr und dann würde ich sagen, kann's losgehen. So, ihr seht, wir haben 13.30 Uhr, hier haben wir auch 31. Heißt, ich würde sagen, wir machen bis 14.31 Uhr die Challenge. Challenge startet ab jetzt. Wir haben jetzt noch 40 Sekunden, um aufs Motorrad zu steigen und loszufahren. Let's go. Ab 31 muss ich im dritten Gang sein. Die Uhr ist auf 31. Ab jetzt nur noch dritter Gang. Ja, das ist so komisch, nicht zu schalten. Aber im dritten kann man auf jeden Fall auch schon gut schnell fahren. Also im Endeffekt, es gibt halt zwei Optionen. Entweder man nimmt die Kupplung auseinander, indem man ständig anfährt in der Stadt. Oder man fährt ein bisschen außerorts, wo man aber permanent im Grenzer ist, wodurch man halt den Motor auseinander nimmt. Ich wollte gerade runterschalten. Okay, erstmal im dritten Gang anfahren. Ich bin gespannt. Okay, let's go. Erstmal anfahren. Oh, Junge. Alter. Ist das komisch? Oh Gott. Aber es geht. Es ist okay. Nicht rot werden, nicht rot werden, nicht rot werden. Danke. Ihr seht übrigens, die Straßen sind ein bisschen nass. Das liegt daran, dass es gerade noch geregnet hat. Ich nutze jetzt die Zeit, wo es jetzt ein bisschen trocken ist. Ich hoffe, es bleibt auch trocken, sonst habe ich ein Problem. Aber das werden wir sehen. Feuerwehr! Alarm, es kommt ein Notruf an. Oder Schrittgeschwindigkeit. Wie soll ich denn Schrittgeschwindigkeit fahren im dritten Gang? Oh, Junge. Also ab 18 ist die Kupplung komplett offen. Na ne, 16. 15, 14, 13. Boah, das geht. Okay, Schrittgeschwindigkeit müssen wir auf jeden Fall vermeiden, Alter. Das tut weh. Junge, fast gestorben hier wieder. Kurz Tür aufreißen, auch wenn spannend, man kennt's. Okay, wir haben schon 5 Minuten. Wild. Okay, let's go. Okay, also ab 30 ist es angenehm im dritten. Darunter ist quält sich das Bike echt. Boah, ich will die ganze Zeit runterschalten, Mann. Oh Gott. Leistung gleich null. Ich kann saftig warten, bis alle weg sind, Bruder. Ich habe halt null Leistung. Oh Gott. Alter. Nein. Ich will nicht wieder die Kupplung ziehen müssen, bitte. Ampel, warum? Nein. Junge, ich will die ganze Zeit schalten, Alter. Es ist halt wirklich abwechselnd. Kupplung wird gehickt, dann wird wieder Motor gehickt. Junge. Nein, ich will nicht wieder die Kupplung ziehen. Beschleunige bitte einfach. Junge. Okay, wir fahren jetzt 50, um hier alles einfach mal ein bisschen zu schonen. So schonen wir den Motor, die Kupplung wird nicht genutzt. Oh, Junge, warum fährst du denn so langsam? Nein, Ampel, warum wirst du jetzt rot? Junge, ganz schön viel Polizei heute, Alter. Und eine Schrittgeschwindigkeit. Nein, warum bleibst du denn stehen? Junge, er hat einfach einen Ventilator auf seinem Roller stehen. Hä? Bruder? What the fuck? Ja, mir fällt gerade auf, ich kann ja nicht mal zu 100 fahren, theoretisch. Also abgesehen davon, dass die ja auch keine 100 fahren, aber selbst wenn ich wollte, könnte ich es gar nicht. Was ein arroganter... Okay. Wir haben eine halbe Stunde von der Stunde absolviert. Also wir sind jetzt bei der Hälfte. Eine Minute über die Hälfte. 6, Notruf 112, 7, hä? Ah lol, Parkplatz gesperrt, Aufbau PPP-Tage, Kirmes. Stimmt, die ist ja bald. Junge, was ein Schlaglochparty ist hier, Alter. Oh,
Oder wenn du hier eine Wohnung hast, hast du auch einfach Leben durchgespielt, Alter. Pferde! Mu! Oha! Ja, was ist das denn? Na, fahren Sie einen Alkohol-LKW. It's been a long day. But you're my friend. When I tell you all about it, when I see you again. Ich hab wieder eine rote Ampel, Mann. Wir haben es aber bald geschafft. Digga, jetzt ist die Ampel wieder rot. Ich will die ganze Zeit schalten. Alleine schon an der Ampel einfach nicht in neutral zu schalten, ist schon kacke. Okay, noch 10 Minuten. Let's go. It's the final countdown. Okay, let's go. Ich versuche jetzt noch in den letzten 7 Minuten zu dem Spot zu kommen, wo wir auch gestartet sind. Es wird nur ein bisschen schwierig, aber möglich ist es auf jeden Fall. Okay, noch 3 Minuten. Ob wir das wohl schaffen? Also wenn wir ihn jetzt vor uns haben, nicht. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Digga, das kann ehrlich nicht sein. Okay, wir hätten jetzt noch 1 Minute. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Jetzt ist 31, also haben wir theoretisch jetzt die Challenge absolviert. Aber ich fahre jetzt noch zum Spot, dann zeige ich euch die Uhr und ab dann darf ich wieder normal fahren. Gott, fast abgesoffen, Alter. So, das letzte Mal anfahren im dritten Gang. Let's go, rein in den Neutral. So, wie ihr hier seht, 14.34 Uhr haben wir auch da. Damit würde ich sagen, haben wir die Challenge absolviert. Ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Schön nochmal das Bike komplett auseinandergenommen. Ja, hier habt ihr endlich wieder eine 1-Stunden-Challenge gehabt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Checkt gerne den Merch-Shop ab. Da ist neuer Stuff drin. Würde mich freuen, wenn ihr was bestellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf einmal Rakete.